Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, Abschlussresümee des Trigones zwischen Sonne und Pluto. Trigon ist an sich ein sehr guter Aspekt, wird sogar als der beste Aspekt in der Astrologie behandelt oder gehandelt, nur haben wir hier eben Sonne als das Lichtprinzip, ja, und Pluto als die Dunkelheit, die Schattenseite. Und die stehen in einem festen Quadrat zueinander. Das bedeutet, auch wenn wir hier ein Trigon zwischen den beiden haben, werden die doch niemals so richtig gute Freunde sein können. Eben Licht und Dunkelheit, das passt nicht zusammen. Also das heißt, hier haben wir schon mal große Spannungen. Dann sehen wir hier mit Aszendent Löwe, die Bevölkerung ist stolz, man möchte wieder in der Welt gelten, ja? Man möchte wieder seinen Platz zurück in der Staatengemeinschaft haben. Herrscher von 1 im 10. Haus, großer Ehrgeiz, große Aktivitäten. Dann hier noch die Halbsumme mit Venus und Uranus, also das heißt, es dürften sich neue Verträge ergeben haben, ja. Also hier haben wir neues Vertragsrecht. Das heißt auch hier die alten Verträge, Herrscher von Saturn, Herrscher von 6 in 6, das dürfte sozusagen nicht mehr funktionieren, ja. Also hier tut sich einiges. Die Gesundheitsmaßnahmen, die Bevölkerung, Herrscher von 4 in 6, leidet natürlich unter diesem Irrsinn. Ja? Und wir haben zusätzlich auch, wie erwähnt, die Mond-Pluto-Opposition, was natürlich für großes Leiden, für großes Schmerzen steht. Warum? Weil der Mond im Krebs auf Fische geraten, im 12. Haus, als Herrscher von 12 in 12, also super gefühlvoll, super einfühlsam steht. Und das macht eben großen Schmerz, weil der Pluto obendrein im Steinbock natürlich auch steinhart ist. Also wie gesagt, große Probleme und den Mars im Krebs sehe ich von der generellen Energie natürlich auch für Streitlust. In der Familie wird gestritten, ja? Und Jungfrau gerade würden in dem Fall Kleinigkeiten bedeuten, ja? Weil irgendein Löffel oder Gabel schief am Tisch legt, regt man sich schon auf, was soll der Blödsinn und bla bla bla, ihr wisst schon, was es geht. Ja? Also das heißt, hier ist natürlich das Leid der Bevölkerung. Wie geht's? Handel, Industrie, Wirtschaft. Herrscher vom 3. Haus ist die Venus. Die Venus steht sozusagen im 10. Haus in Konjunktion mit dem nördlichen Mondknoten. Gut, ja. Das ist eine gute Position. Hier ist Handel, Wirtschaft, Industrie fleißig, eifrig. Und natürlich haben sie, hier würde sich dann zum Beispiel dieses Gespür, diese Intuition, was die Halbsumme hier zum Ausdruck bringt, positiv auswirken. Und natürlich, was haben wir hier noch? Was fällt uns hier noch auf? Ja, Herrscher von 8 in 8, Neptun, bildet jetzt keine großartigen Aspekte, was ich so auf die Schnelle gesehen habe. Quadrate, nein, hier haben wir noch keine Auslösung zu Merkur. Ich schaue nochmal die Grade an. Merkur 18 Grad, Neptun 22, ja, das geht schon in die 5 Grad hinein. Also das heißt, hier haben wir angedeutet Probleme der Finanzwirtschaft. Finanzwirtschaft mit Lüge, Betrug, Geldmengenvermehrung, das läuft nicht mehr so richtig. Ja. Also hier sehen wir Probleme für die Finanzwirtschaft, eindeutig. Und natürlich auch für die Verwaltung. Die Verwaltung weiß ja auch schon nicht mehr, was sie tun soll. Es ist ja alles nur noch schwammig, unklar. Es gibt Verordnungen, die einander widersprechen. Es ist alles nur noch, ja, unklar, einfach unklar und vernebelt. So, als letztes wollte ich noch kurz erwähnen, weil astrologisch, glaube ich, habe ich das so halbwegs hingekriegt. Ich habe gestern wieder mit Freunden gespielt und habe wieder meine Steinschleuder ausprobiert und ich muss euch sagen, das hat mächtig Spaß gemacht. Das war so witzig, wir haben da auf so Kartonziele natürlich, wie sagt man, Sicherheit immer im Auge behalten, also keine Frage. Und das sind so Murmeln, so Glaskugeln, ja. Und die fliegen jetzt nicht sonderlich weit, weil sie nicht weiß Gott, wie schwer sind. Aber am Karton kann man die sehr schön einschlagen sehen. Die fallen dann auch schön heraus. Man findet sie am Boden in einem halben Meter Entfernung wieder leicht wieder, weil sie nur runterfallen. Und ja, ich bin ganz stolz, bitte. Ich hab gestern war das zwei oder sogar dreimal im Zehner getroffen, genau in die Mitte. Und ihr wisst ja, ich meine, mit sowas zu visieren, ja, okay, jetzt kann jemand sagen, ja, hier ist eine Visiereinrichtung. Es ist mir erst jetzt aufgefallen. Ja, es ist nur Intuition. Es ist nur intuitiv, mit sowas zu agieren. Und irgendwie hat mich das an Kyudo, an dieses japanische Zen-buddhistische Bogenschießen erinnert.
wo man seine Mitte findet. Und ganz witzig, ja, wenn man mit dem zielt, also zielt, ich meine, geht ja nicht, ja, man hält irgendwie an und es wird ein wirklich guter Treffer, dann spürt das der ganze Körper. Warum das so ist, weiß ich nicht. Der ganze Körper spürt das. Es ist eine Art innere Entspannung. Man ist wirklich eins mit dem Ziel. Ja, das klingt jetzt blöd, ja, klingt jetzt pathetisch, aber es ist wirklich ein tolles Gefühl. Hunderte Male ist man ehrgeizig, verbissen, man will treffen um jeden Preis, ja, landet irgendeinen lächerlichen Treffer. Und dann ist es so wie dieses Auge des Orkans, ja, übertrieben jetzt, ja, oder das, wie heißt das noch schnell, wie in Twister, das im Auge des Wirbelsturms, auf einmal diese Ruhe. Du bist in deiner Mitte, du denkst nichts, du hast diese absichtslose Absicht. Du willst treffen, du willst genau hier ins Schwarze, genau in die Mitte reintreffen, aber im Innersten ist es dir völlig egal. Und das ist so ein tolles Gefühl, das ist so ein grandioses Gefühl, was man eben nur damit erreichen kann. Oder in der Königsklasse natürlich mit Pfeil und Bogen. Möchte ich jetzt in Zukunft wieder praktizieren? Wieder ist gut, ich habe es eigentlich noch nie gemacht und es ist ein tolles Gefühl. Also mit Pfeil und Bogen, für mich ist das irgendwie so die Königsklasse. Gut, genug geschwafelt, genug schwadroniert. Bitte heute 19.50 Uhr wieder. Licht, Liebe, es tut sich etwas. Ja? In diesem Horoskop ist schon gewaltig viel Veränderung drinnen. Und ich glaube, das ist schon eine neue Bundesregierung. Das schaut schon sehr danach aus. Man riecht es schon, man spürt es schon. Ich bin mit dem Thron verwachsen und ich werde dort bis zu meinem Tod weilen. Ja, kannst du auch gerne. Dann wird halt der Thron vor die Tür gestellt. In dem Sinn, alles Liebe, einen wunderschönen Sonntag, viel Sonne, Licht und Freude. Dein Astrowolf, Ende.